Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Karzel. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Karzel. In dem Video zeige ich euch, um was es hier geht. Es ist nämlich was ganz Besonderes und abschließend gibt es ein Fazit. Die Reihe oder die Boxen, es gibt ja mehrere davon, die hätte ich euch eigentlich gar nicht vorgestellt, weil es war ein Tipp wieder von euch und da hieß es, Jörg, schau dir das mal an. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, Expedition, nee, Extrem-Expedition, Karzel kreativ und die Kinderspiele Karzel klassisch. Was soll denn das sein? Ab 8 Jahre, also ist jetzt nichts für Kinder, ist da jetzt nicht unbedingt was für Kinder. Für 1 bis 2 Personen, okay, ich kann da Solo spielen, kann noch mehr mitspielen. 30 Minuten, was muss man da machen? Und hier habe ich jetzt mal eine Box dann einfach, oder ich kann nur die nehmen, da sieht man es vielleicht von den Illustrationen hier auf dieser Auslage ein bisschen besser. Und da steht drauf, lege die 50 Karten so übereinander, dass ein Bild voller Geheimnisse enthüllt wird. Ein ganz besonderes Erlebnis, das gute Beobachtung und Fingerspitzengefühl verlangt. Okay. Dann schauen wir mal rein, weil da kann man gleich sofort beginnen. Das heißt, hier habe ich das. So, das heißt, es besteht aus 2 Rückseiten. So, eine helle und eine dunkle. Das wird auch irgendwie angegeben. Und hier ist die Lösung. Naja, ist schon mal nicht schlecht. So eine Lösung ist vielleicht gar nicht gut. Die ist gut, die lege ich mal nämlich hier auf die Seite. Dann haben wir hier die Anleitung. Und bei der Anleitung heißt es ein paar Tipps. Okay, man muss die Karten also übereinander legen. Trainiere deine Geschicklichkeit und finde gute Techniken heraus. So, was muss ich denn da machen? Wenn ich Hilfe brauche, gibt es hier auch nochmal so einen QR-Code, wo ich da ein paar Hinweise bekomme. Und hier ist es ja da, bei der Expedition. Ich fange mit diesen Karten an. Ich lege jetzt einfach mal so ein bisschen aus. Hier ist ja die Lösung. Was muss ich denn da machen? Und schon ein bisschen verrückt. Weil hier heißt, der waghalsige Abenteurer Roald Hotfrost zögerte nicht, im Namen der Wissenschaft und der Selbstüberwindung dem Tod ins Auge zu blicken. Begleite ihn auf eine Arktis-Expedition an den Nordpol, um dort wilde Tiere zu entdecken und noch vieles mehr. Unterwegs werden dir viele Gefahren begegnen, denn ein Karzel-Expedition ist ein spannendes, herausforderndes Erlebnis. Aber zittern musst du deswegen nicht. Beginne mit dem Schiff. Wenn du deinen Karten auf ein weißes A4-Blatt legst, boah, kann man machen, erhältst du schönes Packeis. So, und was muss ich denn da machen? Da steht nämlich drauf. Und da kommen wir zum Thema. Weil ich werde es euch jetzt gleich mal zeigen und versuchen, weil es ein bisschen zu puzzeln ist, nämlich echt eine Herausforderung. Ordne alle Karten so an, dass du Roald's Tour um das Packeis herum bis zum Nordpol nachvollziehen kannst. Das heißt, ich musste so zusammenpuzzeln, wie das jetzt hier angegeben ist. Mach dir vorerst keine Gedanken über seine möglichen Rückschläge, weil zweitens, beginne die Expedition von neuem. Das heißt, ich muss das wieder neu puzzeln, ich muss das miteinander verschieben und verhindere diesmal an allen neuen Stellen, dass Roald stirbt. Ich werde euch nachher noch ein paar Bilder einblenden, dann wisst ihr, wie das läuft. Weil diese Person, die jetzt hier vorkommt, an unterschiedlichen Positionen, die lebt, der geht's gut. Aber durch Übereinanderlappen der Karten kann es passieren, dass der aufgefressen wird oder umgebracht wird, in welcher Form auch immer. Das heißt, ich nehme jetzt diese Puzzle und schaue, wie das passt. Hier habe ich schon mal eins. Kriege ich das hier so aufeinander? Das heißt, ich muss das miteinander verschieben. Ich muss natürlich schauen, hier das Boot, mit dem haben wir angefangen, wo wir das gepuzzelt haben. Das heißt, ich schaue das, schau mal rein, markante Punkte. Deswegen, wir haben es auch zu zweit gespielt. Wie kann man sich das am besten übereinander kleben? Dann lege ich das schon mal ein bisschen zur Seite, versuche das dann auch ein bisschen zu ordnen, dass das dann so weit passt. Hier oder hier von diesem Bereich, Schneesturm. Ja, und jetzt zeige ich euch mal ein paar Bilder, wie das aussieht. Weil die Karten, die haben wir schon ein bisschen vorsortiert, was die Bereiche dann angeht. Und jetzt seht ihr im Hintergrund ein paar Bilder, was dieses Rätsel dann angeht. Auch was diese Aufgabe dann angeht. Und das puzzelt man quasi, da karzelt man das so zusammen, sodass das dann auch Sinn macht und die Lösung dann ergibt. So, und das ist eine Herausforderung. Vorderseite. Wenn ihr es geschafft habt, verwendet die Rückseite. Wow. Ich bin schon fast halb beim Fazit, aber das ist eine richtig große Herausforderung. Das ist eine Box. Das ist ja diese Extrem-Expedition. Waren auch ein paar witzige Darstellungen dabei, muss man auch durchaus sagen. Aber ich habe ja noch eine weitere. Und zwar die Kinderspiele. Ich habe gedacht, die Kinderspiele, ist das jetzt Kinderspiele? Wurde mir auch empfohlen. Aber so einfach ist es gar nicht. Klar, die Kinderspiele natürlich auch hier. Aber ich halte es euch mal ein bisschen näher. So sieht das aus.
Das ist eine richtige Herausforderung. Da sind wir teilweise schon verzweifelt daran, das so auszulegen. Natürlich geht es auch hier darum, gewisse Dinge zu erfüllen. Manche Personen dürfen am Fenster zu sehen sein, manche dann plötzlich nicht. Das heißt, ich muss die dann wieder ineinander verschieben, diese Castle. Und da ist Fingerspitzenfertigkeit erforderlich, aber es ist eine wahre Herausforderung, wo ihr nicht in 30 Minuten beendet. Und damit bin ich, ja, ich glaube, ich kann schon ein bisschen zum Fazit übergehen. Ich muss schauen, dass mit beides mischt. Das wird auch aber sehr gut angezeigt, was die Karten angeht. Aber damit bin ich beim Fazit von die Kinderspiele bzw. extreme Expedition. Das sind Puzzle, Kartenpuzzle, wo man zusammenpuzzelt, die wirklich eine Herausforderung sind. Hätte ich nicht vermutet. Es hat allerdings an der einen oder anderen Stelle es sorgt eher für Frustelemente. Das heißt, teilweise denkt man, oh, das kann nicht wahr sein. Ihr habt jetzt gerade den ganzen Stapel gesehen. Da muss man natürlich schon ein bisschen vorsortieren, aber dann geht's schnell. Und wir haben es meistens oder wir haben es zu zweit gespielt. Da puzzelt der eine hier ein bisschen, der andere puzzelt hier. Und dann sagt man, können wir es zusammenschieben? So wie man ein Puzzle dann auch zusammenlegt. Der eine puzzelt mit der Farbe, der andere mit der Farbe. Und das ist schon krass. Die Herausforderung ist allerdings, dass man manche Karten wieder rausschieben muss, oben hinschieben muss, je nachdem, was die Aufgabe ist dieses Rätsels. Und das kann, und das war bei uns an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen frustrierend, dass man gesagt hat, oh Mann, das kann nicht wahr sein. Ich bin froh, dass ich das zusammengekriegt habe. Also da braucht ihr eine ruhige Hand. Und vielleicht auch, ich würde glaube ich sogar angegeben, je nachdem Puzzlematte, die Möglichkeit ist zu verstauen, weil 30 Minuten, nee, 30 Minuten haben wir nicht gebraucht. Also das war sehr viel länger die Zeit. Und da haben wir nur eine Seite gelöst. Da habt ihr ja noch die Rückseite, wo ihr auch noch Aufgaben habt. Also eine wahre Herausforderung, durchaus eine Empfehlung. Allerdings braucht ihr die Ruhe und das gewisse Fingerspitzenfertigkeit, auch was die kleinen Illustrationen angeht. Auf der Rückseite ist halt immer die eine Seite. Und die andere Seite ist ja noch verrückter. Also, wenn ihr sowas sucht, so puzzelt gerne, das ist mal was ganz anderes. Oder als Geschenk kann ich mir das auch, nicht um andere zu ärgern, aber kann ich mir auch super vorstellen. Also, Carzel heißt es, also Carzzle heißt es kreativ. Verlag Huch ist da angegeben für eins und mehr Personen. Klar kann man super Solo spielen. Das könnt ihr auch zu dritt und zu viert spielen, durchaus, wo man da einfach ein bisschen Fingerfertigkeit benötigt beim Auslegen der Karten. Also eine Herausforderung. Allerdings nicht für jeden. Unterhalten habe ich mich gefühlt, je nachdem. Ich fand das jetzt beispielsweise mit der Extrem-Expedition ganz witzig, muss ich ehrlich sagen. Gibt eine Rückseite. Aber das hier, Kinderspiele, das fand ich sogar noch ein Tick anspruchsvoller. Müsst ihr einfach mal schauen. Wie gesagt, gibt es noch andere Motive? Sucht einfach mal danach oder schaut im Handel oder über die unten genannten Links. Da findet ihr etliche Ausgaben. Die sind auch gar nicht mal so teuer. Da müsst ihr einfach mal schauen. Aber mal was ganz anderes, was Besonderes. Ihr dürft es gerne in den Kommentaren hinterlegen, was ihr dazu meint. Ich habe gedacht, ich stelle es euch einfach mal vor. Ich hoffe, die Art und Weise hat euch gefallen. Vielleicht gefällt euch ja das Spiel. Das Puzzle, dann könnt ihr es euch auf jeden Fall auch holen. Wie immer, bleibt euch überlassen. Das zu allen wichtigen Informationen. Jetzt muss ich das alles wieder zusammenpuzzeln. Nein, so schlimm ist es nicht. Es wird ja auch nichts zerschnitten etc. Man legt es einfach wieder in der Box zurück. Kann es dann je nachdem auch weitergeben oder zum späteren Zeitpunkt neu probieren. Das bietet das Spiel auf jeden Fall. Ja, jetzt sage ich aber danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.